Suishomaru-Dannerberg-Syndrom beinhaltet, die Treppe immer in dem Raum zu finden, den man als allerletztes sucht. Hey, Level Up für Destiny. Der lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Gerne. Nee, danke. Ladung voller Äpfel im Lager. Also, es ist da jetzt nicht wirklich schade drum. In Super Mystery Dungeon sehe ich das ein bisschen anders mit den Äpfeln. Ich habe zwar dort auch mehr als genug, aber ich bin dabei immer ein bisschen vorsichtiger, weil da brauche ich von denen ein bisschen mehr. Ein Paras. Das weiß ich nicht, habe ich meinen Bruder schon mit drin? Ich nenne ihn jetzt einfach Lukas, ist egal. Einfach wegen seinem Auto. Er selbst weiß, was gemeint ist. Hier noch eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Wird einfach gegessen und fertig. Hier ist gar nichts, yay. Hier ist ein leerer Raum. Ebene 7 ab Ebene 8 haben wir, glaube ich, den ersten Job, wenn ich mich nicht täusche. Komm schon, irgendwo eine Treppe. Hier schon wieder für elendlange Gänge. Was haben wir hier? Oh, her damit. Wer sich fragt, was das jetzt gerade für ein Item war, was ich da gegessen habe, das war ein Schwungsamen. Das ist das Plagiat-Item zum Schwungsamen. Wer sich jetzt fragt, warum zur Hölle esse ich ein Plagiat-Item, das sind doch gefährlich. Es gibt ein paar Plagiat-Items, die haben positive Effekte. Das sind nämlich die Plagiat-Items, zu denen die normalerweise negative Effekte haben. Die haben dann als Plagiat quasi einen positiven Effekt. Der Schwundsamen, also das Original-Item, verringert das Level von dem, der ihn isst, um 1. Ein Badribi, mein fleißiges Bienchen. Es ist sogar ein Weibchen. Fleißiges Bienchen. Kenne ich jetzt niemanden. Ach, dann fange ich an. Ach, dann. Moment, dann nenne ich sie einfach Lotte. So, dann haben wir jetzt eine Lotte im Team.
nehme ich auf jeden Fall mit. Also die lasse ich nicht hier rumliegen. Haben wir noch irgendwas, was wir entbehren können? 4 Silberdorne interessieren niemanden. Das Ding muss ich, glaube ich, sogar mitnehmen. Das ist nicht das Item, das ich finden muss, sondern dass man die Amrena-Beere da. Nee, ich will den Dungeon nicht verlassen. So, Treppe muss noch gefunden werden. Ah, Fliege hat uns wieder gefunden. Und ich habe die Treppe gefunden. Das ist meine Frage, wäre da. Na gut, wenn du meinst, dein Haus halt kaputt. Ein paar, das habe ich jetzt schon. Zielebene. Ach. Sind mir die Attackenpunkte jetzt auch schon ausgegangen? Ah, wieso den Flora-Gummi? Ups. Das war nicht beabsichtigt. Das könnte jetzt ein bisschen schmerzhaft werden. Upsi. Habe jetzt echt nicht aufs Geld geschaut. Ich habe keinen Reinsamen da. Das ist blöd. Kämpfen ist da gerade eine ganz, ganz dämliche Idee. Moment mal, wo war das nochmal? Haben wir da hier keine nette... Gibt es hier noch keine Option für nicht angreifen oder so? Jetzt heißt es aber nur so schnell wie möglich die Treppe finden, bevor mir die Sachen ausgehen, mit denen ich die Viecher außer Gefecht setzen kann. Oha. Okay, musst du den jetzt angreifen? Mein Gott.
Fliegi, manchmal könnte ich dich ja verhauen, weißt du das? Ja. Na gut, daran bin ich selber schuld. Gut, den nehme ich auf. Ich nehme ihn zwar auf meine Kappe, aber egal. Versteinerte Pokémon hat man nicht anzugreifen. Auch wenn dahinter ein nicht versteinertes Pokémon steht, da hast du noch lange keinen Ruckzucki drauf zu machen. Hör mal, Kilian, wie es wohl Tobus und seinen Freunden geht. Glaubst du, dass sie gerade gegen Reptang kämpfen? Ja, bei dem Gedanken kann ich gar nicht schlafen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, kommt einem alles so seltsam vor. Ich meine, Pokémon aus der Zukunft, ob sowas wohl möglich ist? Stimmt. Es ist schwer zu akzeptieren, dass ein Pokémon aus der Zukunft kommen könnte. Fällt mir ein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Die zukünftige Welt, aus der Zwirfins und Reptang kommen, wie sie wohl ist. Ist die Zukunft wie die Gegenwart? Ist es eine friedliche Welt? Morgen müssen wir wieder früh raus. Ich muss mich zwingen einzuschlafen. Ich schlafe jetzt, Kian. Gute Nacht. Morgen geben wir wieder unser Bestes. Gute Nacht. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Okay. Na dann wieder zurück ans Werk. Vielleicht geht die Story mal wieder ein bisschen weiter. Oh, ja, glaube ich, geht sie. Was die versuchte Festnahme von Reptang angeht, wir warten immer noch auf die Information, ob Reptang gefasst wurde. Ich verstehe, dass ihr es kaum erwarten könnt, bis endlich etwas passiert, aber seht es als einen Geduldstest an. Denn wir möchten, dass ihr weiterhin eurer gewohnten Arbeit nachgeht. Was ist das für eine Sirene? Wachtmeister Magnetilo ist da. Dies ist eine Nachricht von Oberwachtmeister Magnetzone. Wir freuen uns, diese Nachricht überbringen zu können. Reptang wurde endlich gefasst. Boah, endlich! Donnerwetter, Reptang wurde geschnappt. Oh, war ja, er hat es geschafft. Juhu! Das ist nicht alles. Reptang wurde von dem großen Zwirfins gefasst. Wie uns mitgeteilt hat, wird er mit Reptang in die Zukunft zurückkehren. Zwirfins? Er geht nach Hause. Er geht wieder in die Zukunft? Wie soll das denn gehen? Ich habe nicht behauptet, dass ich es weiß. Aber wie ich gehört habe, werden sie durch einen Tunnel reisen. Er nannte es ein dimensionales Loch. Soweit ich weiß, hat er auf dem Hauptplatz der Stadt ein dimensionales Loch geöffnet. Zwirfins sagte, dass er sich gerne verabschieden würde, bevor er geht. Deshalb hofft er, dass ihr zum Platz vom Schattstadt kommen werdet, um ihn ein letztes Mal zu sehen. Hey, na, worauf warten wir da noch? Beeilung, wir müssen nach Schattstadt. Sind schon alle da? Hey, ich sehe da den großen Zwirfins noch nicht. Was ist das? Das ist das dimensionale Loch. Dimensionales Loch? Ach, das ist... Ach so, das hat Magnetilo zuvor erwähnt. Donnerwetter, das ist es. Das sieht mal einer an. Wenn man da reingeht, bringt es einen also in die Zukunft? Vorsicht. Geh nicht zu nah ran. Wenn ihr es berührt, werdet ihr sofort in die Zukunft befördert. Seid bitte äußerst vorsichtig. Hey, Selfe, Vesprit und Tobots ist auch da. Fliegi. Ihr seid alle in Sicherheit, bin ich froh. Natürlich. Hat der Plan funktioniert? Ja, ich muss wirklich sagen, dass der Plan von Zwirfins einwandfrei funktionierte. Reptang wurde gefasst. Wir haben die gestohlenen Zahnräder der Zeit wieder. Ja, großartig. Zwirfins müsste eigentlich gleich hier sein. Oh, wer ist das? Das ist der große Zwirfins. Hier kommt der große Zwirfins. Leute, macht Platz!
Das... Ist das Reptane? Er sieht wirklich wie ein übler Kerl aus. Zum Glück haben sie ihn endlich geschnappt. Stimmt, seinetwegen wäre fast die Welt untergegangen. Pokémon, ich darf euch heute eine wunderbare Nachricht überbringen. Endlich wurde Reptane. Reptane wurde gefasst. Dies war nur dank eurer Hilfsbereitschaft und Kooperation möglich. Ich kann euch nicht genug danken. Wie ihr seht, ist Reptane ein gemeines, hinterhältiges Pokémon. Nach seiner Festnahme sollte in eurer Welt für lange Zeit Frieden herrschen. Wie es aussieht, haben sie Reptane geknebelt. Er kann kein Wort sagen. Aber ich habe auch eine schlechte Neuigkeit. Es ist an der Zeit für mich, in die Zukunft zurückzukehren. Lebt wohl. Ich muss euch nun verlassen. Oh, es stimmte also. Hey, hey. Das macht mich ganz melancholisch. Ich wollte doch so viel von dir lernen. Jawohl, ja. Silphe, Vesprit, Tobutz. Ich vertraue euch die Aufgabe an, es zu Ende zu bringen. Ja, wir wissen Bescheid. Wir haben die Zahnräder der Zeit wieder. Und wir werden sicherstellen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Das ist eure Aufgabe. Vielen Dank für alles. Du hast uns wirklich alle gerettet. Oh, ach was. Du warst sehr freundlich und hilfsbereit. Ich hoffe, dass du weiterhin für die Sicherheit dieser Welt sorgen wirst. Ja, darauf kannst du dich verlassen. Nun, es ist leider an der Zeit. Pokémon, es tut mir im Herzen weh. Ich hasse traurige Abschiede. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden. Zwirfitz, Oh, ach ja. Bevor ich gehe, muss ich noch zwei Pokémon sehen. Fliggy und Kilian. Das sind wir, gehen wir zu ihm. Jetzt nehmen wir also wirklich Abschied. Du hast so viel für uns getan. Danke wirklich. Nun, dies ist der Abschied. Oder nicht? Was? Es ist noch zu früh, um sich zu verabschieden. Ah. Ihr zwei, kommt mit mir. Aha. Meine Güte. Fliggy, Kilian. Was war? Was ist gerade passiert? So. Dann sind wir jetzt wohl in der Zukunft unterwegs. Kapitel 14. In die Zukunft. Ich weiß nicht, soll ich hier gleich einen Cut machen? Ja, ich mache hier jetzt einen Cut. Ich bin jetzt mal so gemein und sage dann mal, ihr erfahrt dann nächstes Mal, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut.